und willkommen zurück zu Edna bricht aus. In der letzten Folge. Oh. Ja. So, in der letzten Folge müsste noch was für mich persönlich machen. Habe ich ja geschaut, wie wir den die Schaufel, also den Löffel vom Barmann kriegen. Ich habe jetzt zwischen den beiden Aufnahmen habe ich jetzt schon mal geguckt, wie ist denn, damit ich nicht so lange in den Aufnahmen suche, habe ich ein bisschen rumgesucht. Ich habe was gefunden. So, da gehen wir jetzt auch direkt hin zu dem Ort, das was ich gefunden habe. Da müssen wir hier lang. Denn wir haben tatsächlich die Möglichkeit, ohne etwas extra zu. Also, wir können schon etwas holen, wo. Da kommt der nächste Ausgang. Danke. Wir können schon etwas holen, was ich schon länger gesucht habe. Was hier? Nein. Los geht's. Noch einmal. Ich muss in den Keller. Also, da war schon irgendwie richtig, aber später. Und dann auf der anderen Seite des Gitters. Der nächste Ausgang. Danke, Edna. Das Spiel jetzt ein bisschen lauter gestellt. Hier zur Tür, hier zur Treppe. Gehe zu Gang. Bisschen schnell, Alter. Müssen wir nämlich, haben wir doch, ne? Ja. Wir haben das, was wir benötigen, im Besitz. Ja. Treppen hoch. Da nochmal hoch. Das mit Blase, das ist, ja, das war schon richtig. Aber das war noch nicht wichtig. Wir könnten nämlich noch was anderes. Also das war schon wichtig und so. Das brauchen wir später nicht machen. Wir können aber etwas in Dr. Marcells Büro machen. Und zwar. Das. Okay. Geh nochmal raus, Edna. Vielleicht fixt das. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Okay. Irgendwie hat das gefixt. Okay. Weil ich konnte das Inventar nicht öffnen. Mit der Schublade. Das war's mit der Schublade. Ja, damit komme ich in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Mit etwas Glück? Na, wer sagt's denn? So, das habe ich nämlich herausgefunden. Wir können das Messer mit der Schublade öffnen und... Nehmen wir doch mal die Schublade. Da ist ein alter Schlüssel in der Schublade. Den nehme ich lieber mit. Wenn Dr. Marcel ihn in einer verschlossenen Schublade aufbewahrt, muss der wohl wichtig sein. So, ich wusste, dass wir diesen Schlüssel nämlich noch bekommen. Ich wusste aber nicht, wann und wie. Ich wusste auch nicht, wo wir den bekommen. Und soweit hatte ich außerhalb der Aufnahme gespielt, als ich das dann gefunden habe. Dann wusste ich, wie, was, wieso. Denn... Ach nee, von hier sehen wir das, glaube ich, nicht. Okay. Doch! Ah, wir sind sogar schon richtig. Dann, die Tür ist verschlossen. Nutztür. Die ist verschlossen. Ja. Hier können wir den Schlüssel benutzen. Mal sehen. Wow, das hat geklappt. Schauen wir doch mal rein. Und schauen, was es dort zu sehen gibt.
Ach ja, der Schrein mit Alfreds Devotionalien und seiner Urne. Glaube ich, der erste Raum, wo man Alfred so richtig kennenlernt und wo man ihn so richtig schön zu hassen lernt. Aber auch natürlich eine sehr emotionale Szene, wenn sich Edna zum ersten Mal Alfreds Bild anguckt und halt irgendwie ihre zwiegespaltenen Gefühle zu ihrem alten Spielkameraden deutlich werden. Aber ich mochte das immer, also Mike ist sowieso einer meiner Lieblingssprecher, nicht nur, weil er neben Alfred auch den Drogebecher spricht, sondern weil er mit seiner quietschigen, nervigen Stimme so unglaublich Gas geben kann. Und wenn er hier irgendwie, guck mal, Edna, ich fahre, ich fahre, ich fahre, dann möchte man ihm am liebsten einen in die Froschfresse hauen. Deswegen gefallen mir auch besonders gut die ganzen Gespräche mit den Fotos, mit Baby Alfred und Alfred beim Ballettunterricht und vor allen Dingen aber auch, wenn man sich mit dem Bild unterhält, wo Alfred seinen Beamten-Schneemann ganz oben links gebaut hat, sogar mit Schlips. Da singt dann Alfred das Lied Let's Build a Snowman und das kommt tatsächlich aus dem Film Cannibal the Musical. Das ist der allererste Film der South Park-Macher, als sie noch zur Filmschule gingen. Glaube ich, nicht besonders bekannt, der Film, aber unglaublich sehenswert. Guckt ihn euch an, guckt euch den Film an. Alfreds Kuscheltier Putzi nimmt eigentlich die tragende Idee vom Edna-Nachfolger Harveys neue Augen vorweg. Hier an dieser Stelle hatte ich schon die Idee von dem gruseligen Kuscheltier, das mit seinen rot leuchtenden Augen halt einfach als Gegenpart zu Harvey sehr gruselig ist. Ich habe neulich gerade erst so mein allererstes Story-Dokument zu Harveys neue Augen wiedergefunden, wo ich noch geschrieben habe, dass die roten Augen, die Harvey halt angenäht wurden, dass die tatsächlich Putzis Augen sind. Es wird ja auch nie im Spiel angesprochen, dass es nicht so ist. Also vielleicht hat Dr. Marcel, der Harvey ja irgendwie umgenäht haben muss, Putzis Augen auf Harvey genäht. Vielleicht. Putzi will Harvey töten. Naja, egal. Und wieso? Okay, ein interessanter Einblick in Pookies verschobene Ich kann mich weiter an Gedanken. Alfred erinnern. Zugegeben, er war ein schrecklich nerviger Dummbeutel. Ja. Aber dass er jetzt tot sein soll? Edna? Edna? Der Typ war ein Kotzbrocken, Edna. Ich weiß. Er war ein Ekel. Ich weiß. Er war nicht auszustehen. Ein Idiot. Ein Popanz. Ein pickliges Magengeschwür. Eine Eiterbeule. Ein Dummbrot. Vollpfosten. Arschnase. Tranbacke. Kacktüten-Hirnkummer-schwanzäugiger Kotfressen-Vollhonko. Edna! Ich vermisse ihn. Ich weiß. Oh. Dr. Marcel wird dafür bezahlen. Du meinst, er hat damit was zu tun? Sieh dich um. Es ist offensichtlich, dass der Typ gestört ist. Irgendwo in meinem Hirn ist die Info versteckt, was damals wirklich passiert ist. Darum will Dr. Marcel meine Erinnerung löschen. Und dann schiebt er es auch noch meinem Vater in die Schuhe. Wir finden das fehlende Puzzlestück, Edna. Ich verspreche es dir. Was haben wir noch? Oh Gott, Das hängt da ganz gut. Okay, reden wir mal mit ihm. Ach, Alfred, was ist nur passiert? Ah, Edna, Edna, Edna! Was? Du kleine Mistkröte! Ich bring dich um! Oh, ich meine natürlich, wenn du nicht schon tot wärst. Genau. Kannst du helfen? Das klappt so nicht. Aber du wolltest es doch. Ma. Okay. Abi, was sagst du zu ihm? Das klappt so nicht. Willst du es wissen? Und da soll der ganze Alfred drin sein? Der Mensch besteht zu 90% aus Wasser, Edna. Und eingedenk Alfreds Kopf erhöhe ich auf 98%. Okay, nehmen wir mal mit. Nein, ich will keine Altlasten mit mir herumschleppen. Oh. Reden wir nochmal mit. Hallo? Jemand zu Hause? Na, wer wohl? Alfred! Okay. Keine Chance. Sowas mache selbst ich nicht.
Milchzähne. Krank. Ja. Nein, das finde selbst ich pietätlos. Okay. Der Mund dazu fehlt. Der ist hier? Oder da? Was bitte? Du sollst die Zähne benutzen. So, da ist der dran, der Fahrrad. Das gucke ich später an. Will die Bilder angucken. Alfred hat einen Schneemann gebaut. Hat der Schneemann etwa eine Krawatte? Oh Mann, Alfred. Du bist so ein Vollhonko. Ja, dann muss er auch gut aussehen. Nein, ich will keine Altlasten mit mir herumschleppen. Okay. Na, Breitmaul-Dämlack, bist du stolz auf deinen Schneebeamten? Let's build a snowman. Snowman building is fun. We can name him Bob. Or we can name him Sean. We can build him tall. We can build him not so tall. Snowman. Okay. Alfred hat einen Schneemann gebaut. Hat der Schneemann etwa eine Krawatte? Oh, du bist so... Okay. Alfred war schon als Baby hässlich. Kann sein. Nein, ich will keine Alt... Ja, alt lassen willst du nicht mit dir rumschlagen. Hey, Baby Alfred. Baby Alfred will Brei will Brei. Okay. Alfred war schon als... Nein. Das ist Alfred bei seinem Ballettunterricht. Ja. Er sah in dem Kostüm nicht nur bescheuert aus... Er fühlte sich auch noch so grazil wie ein Klumpen Kartoffelbrei. Er war schon ein selten dämlicher Idiot. Nein, ich will... Dein Ballettkostüm ist peinlich, Alfred. Sieh nur, Edna, ich tanze! Okay. Das ist Alfreds Hausaufgabenbuch. Alfred war ein richtiger Streber. Und er hat mich nie abgucken lassen. Was steht denn da auf den Rand gekritzelt? Mattis Konrad? Das ist doch der Name meines Vaters. Aber es ist nicht die Handschrift meines Vaters. Auch wenn sich da jemand offensichtlich alle Mühe gegeben hat, sie zu kopieren. Moment mal, das ist meine Handschrift. Das kapiere ich nicht. Warum unterschreibe ich im Namen meines Vaters auf Alfreds Hausaufgabenheft? Harvey? Weißt du was darüber? Oh ja, ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. An diesem Tag habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Ja, dann Harvey. Erinnerst du dich hieran, Harvey? Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich. Alfred und du hattet gemeinsam Privatunterricht bei Herrn Hornbusch. Der Unterricht beim alten Hornbusch war kotzlangweilig. Und während Alfred brav mitgearbeitet hat, habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Ja, was Sinnvolles. Meinst du, wir können dahin zurück, damit ich die Fähigkeit wieder erlerne? Je nachdem, aus welcher Sicht, ne? Ich denke, das geht klar. Bist du bereit? Doch. Ja, Tempo morphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. Oh je, ich fürchte, ich erinnere mich wieder. Das hier ist der Mathematikunterricht von Herrn Hornbusch. Mhm. Er war sehr streng und hatte mich auf dem Kieker. Meinst du? Er sieht ein bisschen aus wie ein Alien aus Star Trek. Ich fürchte, wenn ich nicht aufpasse, sperrt er mich wieder in den Schrank. Dieses Rätsel musst du wohl alleine lösen. Viel Glück, Harvey. Herr Hornbusch ist einer der uninteressantesten Charaktere in Edna bricht aus. Aber an dieser Stelle möchte ich mal ein paar Worte über das Farbschema der Charaktere verlieren, weil ich häufiger gefragt werde, nach welcher Logik ich halt manchen Charakteren in Haut und Augen Fehlfarben verleihe. Das geschieht rein intuitiv. Ich glaube, es hat etwas mit Menschlichkeit zu tun. Wenn sie ihre Menschlichkeit verlieren, sieht man das den Leuten auch an. Herr Hornbusch konnte von Edna niemals als tatsächlicher Mensch gesehen werden. Sprechend ist er blau. Oder aber stammt aus der Sesamstraße, das kann natürlich auch sein. Das ist eine gute Begründung.
Und oh, damit sage ich, was zum Glück. Damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen bei Edna bricht aus.